Guten Morgen und heute schon einen Kaffee getrunken? Warum Kaffee trinken das Leben von Nichtrauchern verlängert, wurde jetzt von der Harvard Universität herausgefunden und durch Studien belegt. Aber bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich noch ganz kurz meinen ersten Let's Talk vom Donnerstag auswerten. Ich war am Donnerstag das erste Mal live auf Sendung und habe mich euren Gedanken, Fragen und Themen gestellt. Und ja, war auch total erleichtert, dass die Technik mitgespielt hat. Das war so ein bisschen meine größte Sorge. Ja, und das Format so ausgestrahlt werden konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Video dazu findet ihr oben in den Infokarten. Jeder, der wollte, der konnte mich jederzeit per Skype kontaktieren und ich ihm den Hangout-Link zuschicken und wir uns dann öffentlich unterhalten. Und ja, entweder mit Bild des Anrufers oder komplett anonym für ihn. Letztlich haben an diesem Abend 300 Leute eingeschaltet und es waren immer so 20 bis 40 zeitgleich online im Chat zugegen und ja, also damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass es so viel ist und eine wunderbare Premiere. Und für mich bedeutet dieser Umschnitt natürlich auch, dass ich definitiv das auch erstmal weiterführen würde, solange da Interesse besteht, einmal die Woche. Stand jetzt am Donnerstagabend live auf Sendung. Das ist so, was ich im Hinterkopf habe. Allerdings gab es auch nicht so positive Sachen. 5 bis 6 Leute, die wollten gerne anrufen, haben es aber nicht geschafft, in den Hangout zu kommen. Das ist natürlich ärgerlich und deswegen werde ich heute im Laufe des Tages noch ein Tutorial online stellen, also ein Einführungsvideo, was man alles tun muss, damit man letztlich mit mir reden kann. Indem ich wirklich von der Installation bis zum Joinen des Let's Talk alles erkläre. Denn mit Skype anrufen funktioniert leider nicht auf YouTube. Ich müsste da auf Twitch gehen. Aber dann, ja, dann könnte mich zwar man einfach anskypen und ich das übertragen, aber wir könnten ja nicht bei YouTube zusammen oder bei Google, also Google und YouTube zusammen ja, quasi in den Chat joinen und alles so. Ja, so wie wir es jetzt hatten. Einfach meinen Kanal, zack, draufklicken, Hangout und alles ist wunderbar. Das würde nicht gehen. Aber ich möchte gerne auf YouTube bleiben und ja, nicht extra irgendwas dazu machen. Außerdem hat man bei Google Hangout die Möglichkeit, dass auch mehrere Leute miteinander reden können. Wir hatten es ja am Ende so kurz mal gesehen und ja, und auch die Webcams direkt für den Zuschauer übertragen werden, je nachdem wer spricht. Naja, also heute gibt es das Tutorial. Auch werde ich nächste Woche etwas mit der Zeit experimentieren und den Let's Talk schon um 8 starten und einfach schauen, ob diese Zeit besser angenommen wird, als wenn wir erst um 10 starten. Wenn ihr das nächste Mal auch aktiv dabei sein wollt und mit mir reden, dann skypt mich einfach an und ich gebe euch dann den Hangout-Link in der Sendung. Und was natürlich ihr vorher machen müsst, ist mir irgendwann die Woche vorher bereits auf Skype adden. Premium Live, das ist mein Nick. Und ja, und da könnt ihr mich in der Woche einfach adden und braucht keine Angst zu haben, wenn ihr mich addet, dass ihr irgendwie verpflichtet seid, am Donnerstag da zu sein oder mit mir zu reden. Das ist einfach nur, das ja, dient dazu, wenn ihr Bock habt und wenn ihr zu einem bestimmten Thema vielleicht auch kurzfristig mitreden wollt, dass ihr es auch könnt. Also einfach adden und in der Sendung mich dann anskypen. Wobei mit anskypen gemeint ist, mit Chat mich anchatten im Skype, mich anrufen, weil das kann ich ja nicht, weil ich ja gerade rede mit jemand anders. So, und nun zum Kaffee trinken. Ich muss dazu sagen, ich bin selber kein Kaffeetrinker und kann dem Getränk geschmacklich ja eigentlich absolut nichts ab, auch wenn ich den Geruch extrem schön und angenehm finde. Aber die Harvard University hat in 3 verschiedenen Beobachtungsstudien mit knapp 5 Millionen Menschenjahren die größte verlässliche Studie zum Kaffeetrinken, die jemals veröffentlicht wurde, herausgebracht. Und dabei stellte sich heraus, das war vorige Woche, und dabei stellte sich heraus, dass Kaffee wirklich das einzige als Genussmittel deklarierte Lebensmittel ist, was tatsächlich eine lebensverlängernde Wirkung hat. Dieses gilt aber ausschließlich für Nichtraucher. Für 100% Nichtraucher. Das bedeutet, die Zigarette zum Kaffee vernichtet diese positiven Wirkungen komplett. Die komplette Studie ist erfreulicherweise öffentlich und ich habe euch direkt das PDF unten gepostet. Und da könnt ihr euch die komplette Studie von vorne bis hinten, ein Riesending, ja, zu Gemüte führen. Ein paar Kernelemente möchte ich mal rausheben. Kaffeekonsum hat nachweislich ja, Schutzwirkung gegen Typ 2 Diabetes und ist mit einem geringeren Risiko an Leber- und Endometriumkarzinom zu erkranken verbunden. Prostatakrebs nimmt ebenfalls ab bei gemäßigten Kaffeekonsum. Wie viel das ist, kommen wir gleich. Also nimmt nicht ab, sondern hat nicht so oft einen tödlichen Verlauf. Kaffeetrinker bekommen auch selten Basaliome und sie erkranken weniger häufig an Morbus Parkinson.
Wie weit senkt denn aber nun das Kaffeetrinken das Sterberisiko und vor allem wie viel Kaffee? Und ja, das ist eigentlich das Interessanteste, finde ich. Eine Tasse senkt das Sterberisiko um 6%, 2 bis 3 Tassen sind Reduktion um 8% und 4 bis 5 Tassen, da waren es sogar 15% Verringerung des Sterberisikos. Ab einer Dosis von 6 Tassen sinkt es allerdings wieder auf 12%. Alle Ergebnisse waren statistisch signifikant, sodass ein Zufallsergebnis ausgeschlossen ist. Das bedeutet, 5 Tassen täglich ist das Optimum. Okay, aber das ist jetzt nur die reine Empirie. Warum sollen denn diese positiven Effekte eintreffen? Was ist schuld daran? Was sind die genauen Gründe? Kaffee enthält eine Vielzahl chemischer Substanzen, von denen einige quasi eine medikamentöse Wirkung haben könnten. Chlorogensäure, Lignane, Chinasäure, Gamma-Lacton, Trigonellin und Magnesium im Kaffee. Die können zum Beispiel die Insulinresistenz sinken und sich dabei auch günstig auf Entzündungsparameter auswirken, was ja der Hauptgrund vieler Krankheiten ist. Chlorogensäure könnte zudem die Glukoseabsorption im Darm und die Glukosefreisetzung aus der Leber mindern. Der Koffeingehalt, das war für mich, das dachte ich vielleicht, hat überhaupt keinen Einfluss. Auch der Konsum von koffeinfreien Kaffee war in den drei Kohorten mit demselben verminderten Sterberisiko assoziiert. Was natürlich auch bedeutet, dass Koffein nicht schädlich ist. Was für mich für die Cola interessant ist. Zumindest was das Sterberisiko angeht. Auch die mögliche Kritik, dass Kaffeetrinker einen anderen gesundheitsbewussteren Lebensstil als Nicht-Kaffeetrinker haben, ist in keinster Weise irgendwie ableitbar. Im Gegenteil, Kaffeetrinkern wird ein Hang zum Genuss und eher mit einer ungesunden Lebensweise wird so der Kaffeetrinker assoziiert. Daher kann man Stand heute wirklich voller Überzeugung sagen, dass 5 Tassen Kaffee pro Tag das Leben signifikant verlängern. Natürlich ohne Milch. Die Harvard-Universität hat das bestätigt. So, und nur noch 2 kleine Dinge am Rande. Erstens habe ich mein sehr intensives Kimchi, Link findet ihr oben in den Infokarten, meinen Sohn für seine Projektwoche Japan mit in die Schule gegeben, um seine Lehrer und Mitschüler damit vergiften zu können. Ihm natürlich gesagt, Kimchi, das ist urjapanisch und nicht koreanisch, sondern urjapanisch, deswegen passt ja auch zu Japan, warum musst du unbedingt mitnehmen? Ja, damit ich das Zeug dann im Endeffekt loswerden konnte, weil es einfach zu intensiv ist. Und dann habe ich festgestellt, erstaunt, dass sich die Lehrer und Mitschüler bei mir bedankt haben, wie toll das Kimchi geschmeckt hat. Und ich so, aber ich habe es wahrscheinlich einfach nicht richtig gegessen. Ich habe mir das so auf den Teller geknallt, wie so Zeckediner Gulasch. Und man tut das wirklich nur sehr partiell in das Essen einbauen. So als kleines Häppelchen, sage ich da immer. So viel Reis und ein bisschen Kimchi. Also von daher positive Überraschung. Ja, weiterhin habe ich nächste oder übernächste Woche, wahrscheinlich nächste Woche, endlich meinen Rundgang im Blutlabor mit dem Labormeister und kann dort auch die Fragen stellen an den Laborchef oder Oberarzt oder irgendwas. Wenn ihr Fragen haben solltet, ein Labor betreffend, das heißt zum Aufbau oder zu den Untersuchungen, wenn man das Blut untersucht oder was auch immer, dann sagt mir Bescheid und postet mir die Fragen. Die kann ich mitnehmen und dann direkt stellen. Message des heutigen Tages ist ganz klar, dank der Harvard University, man kann wirklich sagen, Kaffee trinken und sogar 5 Tassen ist gesund und verlängert das Leben. Es ist unglaublich, also für mich unglaublich. Ich bin da regelrecht schockiert und werde mich ja da versuchen, vielleicht doch mal nochmal einen Kaffee ranzuwagen. Was haltet ihr von dieser Neuigkeit und seid ihr Kaffeetrinker und wenn ja, wie viele Tassen trinkt ihr denn pro Tag? Und ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und wünsche euch ein tolles Wochenende. Euer Christian. Tschüssi.